Was war jetzt das? Ja, sauber. Hä? Nicht schlecht. Einmal, zweimal. Waren das dreimal? Respekt, Respekt. Herr Schmidt, hä? Ja. Wie lang ist das jetzt her, dass ich, ja, gibt's das, ha, dass ich da oben gestanden bin und runtergesprungen, ha? Ja, vielleicht nicht so, aber ich war oben. Doch, doch, Schmidt, ich weiß, dass du da oben warst und vielleicht bist du so runtergesprungen. Zumindest bist du oben gewesen, das weiß ich, und du hast keine Angst gehabt, das weiß ich auch, also nicht so viel. Ein bisschen Angst, Heute in der Freizeit. Die Kunst der hohen Wasserfontäne. Und was die ersten Sprungbretter mit Hygiene zu tun hatten. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir halt jetzt halt einmal an, gell? Mit dem Dings da, also Neispringer von oben nach unten ins Wasser. So wie man das früher halt gemacht hat, gell? Und der Kopf noch. Ja, egal. Und da drin, da müsste jetzt einer sein, der uns ein bisschen hilft auf dem langen Weg von ganz oben nach ganz unten. Ja, und wegen dem einen bin ich nach Oberfranken gefahren, nach Bamberg an die Regnitz. Im Sommer lebt der Oliver Hillebrecht praktisch in der Hain-Badestelle quasi drin. Und dort soll ich ihn abholen, den Oliver. Servus. Servus. Ich geh mal. Eine Runde baden, okay, super. Wenn's nur baden wär. Ja, gell? Wie war jetzt da? Wegen Pegler. Wegen. Was? Pegler. Pegler. So heißt bei uns in Nordbayern oben die Arschbombe. Pegler. Also von Paket. Vom Paket. Ja, also wegen dem war ich da. Kannst du ihn noch, die Arschbombe? Naja, es war ja früher so der Standard, quasi, den man hat kennen müssen, ist ja klar. Der ging damals gut und. Genau, und jetzt sind wir ja. Zum Training da, ne? Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten durch. Gut, dann. Aber jetzt. Jetzt, genau. Ja, genau, jetzt. Mit dem Olli. Und der ist wichtig. Der ist nämlich Trainer der Nationalmannschaft im Splash Diving. Früher war er selbst Kunst- und Turmspringer und sogar süddeutscher Meister. Da rechts auf dem Stockerl. Ja, dann hat er die Leidenschaft fürs Freestyle-Springen entdeckt. Die Hain-Badestelle in Bamberg, die gibt es schon über 100 Jahre. Und ich komme hier so gut im Sommer jeden Tag hierher zum Schwimmen. 100 Jahre? Wie das wohl früher ausgeschaut hat, vor 100 Jahren. Die da auch schon eingesprungen sind. Na, gesprungen sind sie tatsächlich anfangs noch nicht. Wenn einer weiß, wann der Mensch aufs Sprungbrett gestiegen ist, dann Dr. Matthias Olef. Der Historiker hat zum Thema 200 Jahre Architekturgeschichte des öffentlichen Bades geforscht und arbeitet heute für die Berliner Bäder. Baden in deutschen Ländern Anfang des 19. Jahrhunderts war noch eine sehr sporadische Angelegenheit. Es gab zwar die ersten Flussbadeanstalten, die waren vor allen Dingen für Militärs gedacht, nicht für die breite Öffentlichkeit, aber es wurde natürlich in Flüssen und auch in Seen gebadet, manchmal auch wild und auch verbotenerweise. Und es war eben halt auch so, dass diese Flussbadeanstalten sogenannte Kastenbäder waren, letztendlich Holzbauten, die auf den Flüssen schwammen. Und das Wichtigste war eben, dass man von außen den Badenden nicht zusehen konnte. Also es war eine sehr exklusive Geschichte für diejenigen, die dann tatsächlich da drin waren, in diesen Bädern. Servus. Servus, Olli. Viel Spaß.
So, und hier gehen wir zügig rein, weil wir huben auch nicht, wenn wir in die Garage gehen. Ist klar. Kann ja von da oben auch gleich springen, oder? Nee, lieber von unten. Weil von oben reinspringen ist die Verletzungsgefahr zu groß. Du siehst ja gar nicht, was da ist. So, ja, stimmt natürlich. Mhm. Gell? Der Bademeister, gell? Ja, nee, ich bin der Kümmerer. Ah, Herr Kümmerer? Ja, nee, Herr, ich bin einfach nur der Kümmerer. Ach so. Der Kümmerer von der Heimbadestelle hier. Ich kümmere mich von A bis Z um alles, was hier mit der Anlage zu tun hat. Kümmerer, aha, klar. Aber früher sind die aber schon eingesprungen, oder? Früher, in den 50er, 60er Jahren, war hier die Anlage ein wenig anders. Früher stand der hier auf so massiven Eichenstelzen. Und da war in der Mitte von der Anlage ein Sprungturm sogar mit einem 1- und 3-Meter Sprungbrett. Und da durften die Leute dann reinspringen. Und wollten wir aber nicht mehr haben, oder wie? Ist verboten worden, aber mit Recht, weil es eigentlich gefährlich ist. Und wenn du in den Fluss springen musst, aus welchen Gründen auch immer, dann bitte nur mit dem Päckler. Alles klar. Hm? Aber jetzt darf ich den Körper schon reingleiten lassen. Du lässt deinen schönen Körper sofort reingleiten, genau. Ja, wie das wohl war, als die ersten Sprungbretter auftauchten. War das nur was für Sportler oder für alle? Ha? Das ist wirklich interessant, denn die ersten Sprungbretter tauchten in Größenordnung eigentlich mehr in den Hallenbädern auf als in den Freibädern. In der Frühzeit der Hallenbäder war es eben so, dass die Sprungbretter, genauso wie übrigens auch die Rutschen, Instrumente der Wassergewöhnung waren. Man wollte ja die Leute motivieren, dass sie sich freiwillig ins Wasser begeben aus Gründen der Hygiene und der Gesundheitsvorsorge oder eben um das Schwimmen zu lernen. Und wie macht man das am besten, wenn das Wasser war ja ein ungewohntes, gefährliches Element? Das machte man am besten, indem man ihm einen Hui-Effekt verschafft. Also mit Freude reinrutschen oder mit Freude reinspringen. Und dann sind die Leute im Wasser und sind genau da angekommen, wo man sie hinhaben wollte. Vornehmlich war das übrigens für Männer gedacht. Denn bei den Frauen war man eher der Meinung, dass Frauen eine größere Gefahr im Schwimmbad bedeutet, wenn sie mit voller Montur ins Schwimmbecken sich stürzen und dann auch mit dem Kopf untertauchen. Weil dann könnten ja auch die Haare nass werden, die kriegt man dann nicht so schnell wieder trocken. Und dann könnten sich die Damen verkühlen. Das wollte man auf jeden Fall vermeiden. Hast du gewusst, dass das Päckler eigentlich ein Rettungssprung war? Ja, genau. Bei der DLRG ist es so, dass es Bronzeabzeichen gibt. Und dann macht man die Arschbombe, um nicht zu tief in unbekanntes Gewässer zu kommen. Ja, und jetzt habe ich recherchiert, schon ewige Zeiten her, damals bei der Entstehung, dass es in Hawaii 1700 und noch was schon auch Wettkämpfe im Arschbombenspringen gab. Lele Pahu und Lele Kawa hießen die. Und Lele Pahu war wie eine Trommel tauchen. Also wie eine Arschbombe. Tja, tja, die auf Hawaii, gell? Was die alles erfunden haben, he? Sagt man. Und jetzt? Ja. Jetzt gehen wir auf jeden Fall zum Springen über, oder? Freilich, alles klar, Trainer. Ha. Wir sind also eine Wasserstation weitergefahren. Und zwar nach Bayreuth. Im Kreuzsteinbad wurde schon 1922 für den Schwimmverein ein kleiner Holzsprungturm gebaut. Bis dann in den 60er Jahren der Zehner errichtet wurde. Da ist er. Und da ist der Schmied. Bisschen einfedern. Auf dem Einer. Bisschen ein Gefühl kriegen dafür. Und in der ersten Runde einfach mal irgendwie rein, dass du dich gut fühlst. Und wie fühlst du dich? Um Jahre jünger, darf ich sagen. Wie lange ist denn her, wo du das letzte Mal gesprungen bist? Ich bin jetzt 34. Okay. Plus ein paar Jahre drauf und dann, wenn man es zurückrechnet. Also 34 Jahre her. Ganz wichtig, Ruhe. Und genießen auch schon anfangen, weil das ist ein sehr schöner Sport, den wir haben. Es ist eine Augenweide zum Anschauen und aber auch fühlt sich richtig gut an. Bisschen einwippen, dann springst vom Brett runter, machst eine Kerze und ganz am Schluss so eine Art Banane, Wanne unter Wasser. Dann sind wir beim ersten Sprung, nennt sich Ripper. Der einfachste Sprung bei uns. Geht gut. Der war quasi nix. Das Wichtige bei dem Sprung ist, dass du dich leicht nach hinten legst in der Luft, dass du schon mit einer leichten Schieflage ankommst. Und dann geht man unter Wasser wie so eine
Banane. Und das erzeugt dann am Schluss die Fontäne. Die Fontäne geht's dann? Beim Splashdiving kommt es einfach darauf an, dass es möglichst viel spritzt. Das muss mir ja einer sagen. Deswegen sind wir ja da. So, oder? Schön war es ja nicht, aber technisch sauber. Du springst halt einfach nur drüber wie ein Mehlsack, schon mit Spannung. So. Denk mal dran, wenn du abspringst, richtig in die Position zu gehen, leicht nach hinten, eine komplette Spannung mal reinzugeben. Mein Körper ist eine einzige Spannung. Und los geht's. Sauber. Aber beim Ripper sind die Arme da. Hochspringen und richtig mit einem richtigen Wumm da unten rein, ja? Dass mal was brezelt hier. Brezeln. Gib ihm. Naja, der Spritzerhöhe bist du bei 10-Jährigen. Ne? Du bist 32 und älter, dann muss schon da oben sein. Hüfte geht nach vorne. Hüfte vor. Jawohl. Und Trainer. Du bist ja schon ein richtiger Trainer eigentlich, gell? Also richtiger Nationaltrainer. Ja, die haben wir gegründet 2004. Wir wussten, wir wollen eine Sportart daraus machen, Freestyle springen. Und aus dem ist quasi eine ganze ernstzunehmende Sportart geworden. Aha. Damals haben wir es noch genannt Arschbombe, die Weltmeisterschaft. Aber dann haben es aus Nigeria, aus Japan und aus der großen Welt angerufen. Und dann mussten wir das denen erklären. Und erklär mal einem Japaner, was Arschbomben ist. Splashdiving nennt sich jetzt im internationalen Sprachjargon, damit es auch jeder versteht weltweit. No, no, no. Ja, und hier im Kreuzsteinbad in Bayreuth ging's los. 2004. Auftritt einer neuen Sportart, made in Oberfranken. Und das mit internationaler Beteiligung. Wenig Regeln, viel Spaß. Aber von Anfang an, sagt der Olli, gab es eigens dafür entwickelte Pflichtsprünge. Ja, genau, auf ihr euch zwei, vom Zehner. Ein Zuschauermagnet. Und am Ende hat eine sechsköpfige Jury die Weltmeistertitel vergeben. Für mich geht da im Grunde ein Lebensraum in Erfüllung. Weil ich wollte einmal sagen, ich bin der Beste in der Welt. Jetzt kann ich sagen, gib mir einen Arschbombenspringer, der besser ist zurzeit. Na, wart nur, Birscherl. Das geheime Trainingslager der Nationalmannschaft. Ein Steinbruchsee, 24 Meter tief. Wir haben bei uns im Splashdiving verschiedene Schwierigkeitsgrade, was das Springen angeht. Max? Den Ripper, den haben wir ja schon gemacht. Genau. Das hier ist der Anker, einfacher Sprung. Und dann der Klassiker, die Arschbombe, die jeder kennt. Hier haben wir die offene Arschbombe. Ein bisschen schwieriger wie die normale Arschbombe. Schwierig zu springen, die sogenannte Yogi-Arschbombe. Und dann kommt hier was Besonderes, die Arschbombe um 180 Grad gedreht. In der unteren Reihe sind nur die schwierigsten. Das Brett hier, aus 10 Meter tut es richtig weh. Und arg schwierig zu springen ist dieser Open Elvis, weil da kann prinzipiell aus 10 Meter Höhe so viel schief gehen. Deswegen der schwierigste Sprung. Gut, wie springt man die perfekte Arschbombe? Bei der Arschbombe ist es jetzt so, da springst du praktisch wie ein Paket, Päckler. Ja. Päckler schreibt man mit E-C-K-L-E oder L-A. Päckle oder Päckler? Ja, wir haben es mit P-E-C auch geschrieben, damit es auch bundesweit jeder versteht. Aber im Eigentlichen hier im Frankenland heißt es B-A-G-G, Päckler. Päckler. Päckler, ja. Mhm. Wenn du auf die Wasseroberfläche dann triffst, ja, hältst du dich richtig gut fest. Und in dem Augenblick, wo du spürst, das Wasser geht rechts und links weg, dann merkst du, wie der Körper dich unter Wasser zieht. Und merkst dann unter Wasser auch so ein kleines Geräusch, wom. Und wenn du dieses kleine Geräusch unter Wasser dann auch noch hörst, kannst du als Springer schon davon ausgehen, das war die perfekte Arschbombe. Max? D-
Da geht es um Wasserfontäne, aber es geht auch um, geht's da auch um Schmerzen, weil wenn ich das so anschaue, unten dieses Open Board. Guter Punkt. Mhm. Wenn du jetzt den Körper richtig auf die Wasseroberfläche draufsetzt, ist es ja so, dass Wasser, wenn du die Hand durchziehst, ja ganz elegant und geschmeidig ist. Ne? Jawohl. Nimmst du die Handfläche so und knallst auf die Wasseroberfläche, das haut dir rechts und links weg. Das spürt man natürlich auch. Wir reden dann von einer Wohlwehe, ja, die man dann hat, wenn man da draufschlägt. Eine Wohlwehe? Also, ja, weil es eine angenehme Wohltat ist, wenn man so richtig schön draufklatscht. Und der Schmerz ist halb so wild, wie die meisten denken. Man fürchtet sich natürlich ein bisschen vor. Wenn man aber genau schaut und es mal genießt, ja, diesen Schmerz, dann ist es eigentlich eine Wohlwehe. Wenn du das nächste Mal springst, versuch mal, dich zu erinnern an meine Worte. Ist es jetzt wirklich ein Schmerz, den du hinten erfährst, oder eben eine Wohlwehe? So, dann komm mal mit, Max. Mhm. Zieh mal die Knie nach oben und halt dich mal in der Mitte vom Schienbein fest. So würde man jetzt ins Wasser reinkommen. Mhm. Wie du siehst, hast du jetzt die Füße schön, die Knie sind super, die Hände genau in der Mitte vom Schienbein. Und je mehr kompakt du dich hier festhältst, umso schöner ist die Arschbombe und so schöner ist die Wohlwehe beim Aufschlag aufs Wasser. Max, so läuft es nicht. Bitte zurücktreten, du kommst gleich dran. Bene, bei dir jetzt bitte Anker machen und los geht's. So, genau. Ruhig rein, jawohl. Der war gut. So, und jetzt? Max, halt dich mal ganz kurz an die Regeln. So, und jetzt bitte hier bei dir einen schönen Salto und unten schön eintauchen. Genau, richtig. So, jetzt Max bei dir. Arschbombe haben wir ja schon Trockenübungen gemacht. Und darunter schon. Ja? Darunter jetzt. Ja, das sind 3 Meter Höhe, also ein bisschen koordinieren bei 3. 3, 2 und 1. Eieiei. Du bist viel zu weit vor. Der Körper hat sich nach hinten verlagert und von oben sah es aus wie ein Rohrkrepierer. Wenn du die Arschbombe bitte dir mal von unserem Kapitän der Nationalmannschaft, von Philipp, zeigen lässt. Du bist der Kapitän von der Nationalmannschaft vom Arschbombenclub. Genau. Seit 7 Jahren leidenschaftlicher Springer und Kapitän. Der Philipp. Spitzname King Kong. Da schaut man dann so aus, wenn man dann so Kapitän ist. Freilich, kommt automatisch. Ja, gut. Philipp, geh mal vor und zeig mal dem Max, wie die Arschbombe. Darf ich? Bitte? Auch voll besser. Max! Zuschauen. Merkst du was? War ein bisschen besser. Probier's noch einmal. So, abspringen, Beine fassen, eintauchen. Jawohl. Ey Max, das musst du doch selber merken. Das ist eine ganz andere Hausnummer jetzt plötzlich. Und wie war's? Also wenn man das jetzt noch öfters macht, also man muss sagen, ein bisschen brennt's, ja. Da einen kleinen Tipp, ein bisschen mehr Körperspannung. So richtig AZ. AZ heißt was? Arsch zusammen. Ist klar. Gut, dann mach ich das jetzt. Und dann war er da. Der alte Schmied, genannt das Bettler. Körperspannung, die war gut. Für einen Euro sowas. Das schaut schon gut aus. Pumpsteuer? Mhm. Ja. Passt. Danke. Servus. Der Sprungturm, der schaut schon gut aus, ha? Der schaut gut aus, gell? Sackbrat, ihr seid schon wahnsinnig, ha? Ja, geht schon ganz schön weit rauf. Vor allem auch wieder weit oben. Das stimmt auch, ja. Wie bist du dazugekommen? Am Anfang mit Cheerleading, Saltos und Flickflacks machen. Dann Cheerleading? Cheerleading? Genau. Cheerleading, ja. Dann macht man Bodenturnen, Rückwärtssaltos. Okay. Und da habe ich so die Saltos für mich entdeckt. Dann zum Trampolin, da geht es ein bisschen leichter, hast du ein bisschen mehr Höhe.
Und dann ist es sehr naheliegend, dass man irgendwie ins Wasser reinspringt. Also das macht dir schon Spaß, gell? Weil? Ja, richtig viel Spaß. Weil, ja, du bist vogelfrei. Du springst von 10 Meter, schraubst die nach vorne, nach hinten, von rechts nach links. Also du kannst den Flug auch tatsächlich genießen, quasi? Absolut. Und von der Höhe her keine Angst, nicht gar nichts? Nein, du fängst von oben so wie immer. Von unten, dann nach oben. Ja. Dann schubst die Wups, bist auf den Zehner. Und dann klatscht es halt noch besser. Und der höchste Höhe, wo du von, also von was bist du schon runter? 20 Meter war die höchste Klippe bis jetzt. Natürlich mit Saltos. Ja, ist ja klar, sonst ist ja ein Schmarrn. Da muss ich ja auch mal sauber reinlassen ins Wasser. Genau. Schon mal verletzt? Von 1 Meter tatsächlich. Wenn man nicht aufpasst, ist das Trommelfell gleich weg. Ja, bei solchen Drehungen, gell? Ha? Genau, aber halt viel schneller. Deswegen springe ich die ganz brutalen Sachen immer vom Zehner, weißt du? Hast mehr Zeit, meinst du? Ja, dann passiert sowas nicht. Dreck. Da ist der Druck. Dass so ein Sprungturm auch immer in der Mitte von so einem Schwimmbad steht, hä? War das eigentlich für immer so? Die hohe Zeit der Sprungtürme, die begann ja nach dem Ersten Weltkrieg oder in der Weimarer Republik. Und in der Weimarer Republik, da war Sport Spektakel. Massen zogen los, um sich Radrennen anzugucken, um sich Boxkämpfer anzugucken oder eben auch die ersten Motorrennen anzugucken. Und so war es beim Schwimmen und beim Wasserspringen natürlich auch. Der erste 10-Meter-Sprungturm, da gibt es leichte Unsicherheiten in der Quellenlage. Sicher ist jedenfalls, dass in Berlin, in Köln und in Frankfurt am Main die ersten 10-Meter-Sprunganlagen standen. Und der in Frankfurt am Main im Stadionbad, der steht bis heute. Und bei der Architektur hat man sich dann gedacht, gleich nach Betreten des Schwimmstadions sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer als erstes das Spektakel sehen. Und das war der Sprungturm. Und schon in Frankfurt hat man sich an Stahlbeton herangewagt. Und Stahlbeton hat sich dann als Baumaterial ganz besonders bewährt. Und so wurde der Sprungturm letztendlich das, was der Glockenturm für die Kirche ist, ein ikonengleiches Erkennungszeichen. Ja. Dann würde ich als nächstes gerne mal den Anker probieren. Der Anker, ganz einfacher Sprung. Man steht an der Brettkante, springt ab. Und dann springt man prinzipiell runter wie eine Kerze. Mit leichter Rückenlage nimmt ein Bein nach oben. Ja. Ja, und ganz fest dran. Und dann, wenn du unten das Wasser merkst, jetzt kommst du zur Wasseroberfläche, dann rollst du dich ein bisschen ins Wasser rein, wie so eine kleine Rollbanane. So, tschuck, und dann haut die Wasserfontäne aber derartig nach oben. Mit meiner Banane ins Wasser rein? Mit dem Anker. Springen, aber wie eine Banane. Raus mit der Hüfte, den Bauch gerade halten, mit Bauchspannung hier, also schon ein bisschen mehr. Und jetzt hebst du dein Lieblingsbein nach oben. Ich liebe meine Beine sehr, beide. Wenn du jetzt beide hochhebst, dann wird es eine Arschbombe. Wir wollen mal einen Anker machen. Hier unten baust du Spannung auf, hier baust du Spannung auf. Da hinten Rückengrat, ja. Da unten durchdrücken, AZ, Arschbacken zusammen. Aha. Und jetzt, wenn du da unten das Wasser spürst, geht es dann der Birke entlang, theoretisch. Bis dann auf. Die Fontäne bis dann auf. Aha. Sieben Meter. Da fange ich ja gar nicht erst um. Ist dann schön ist, also wenn man aufkommt. Jetzt kommt Big Cat, also die breite Katze. Das ist ja quasi wie Yves. Früher nie gesprungen bin. Früher als Blätzing gesprungen, verstehst, und dann in die Nationalmannschaft. So konnte es gehen, gell? So. Das ist ein weiter Weg, Schmied. Das ist ein weiter Weg. Meter. Ja, zwei wie die Hund. Der Alex, genannt Alosch. Eigentlich Polizist.
und der Dominik. Bekannt in der Szene als Sir Omme. Hauptberuflich vertreibt er Solaranlagen, im Nebenjob Legende des Splashdivings. Ja, aber wie geht jetzt das alles weiter? Mit 20 Meter Türmen in Freibädern? Was die 20 Meter Türme angeht, ich glaube, die werden tatsächlich in öffentlichen Freibädern nicht kommen. Denn schon heute ist es so, dass nur ein verschwindend geringer Teil aller Badegäste überhaupt die 10 Meter Plattform nutzt. Den meisten ist sie zu hoch und zu spektakulär. Ich glaube, dass das Freibad sich eher dahingehend entwickeln wird, mehr Angebote für die gesamte Bandbreite der Bevölkerung, das heißt unterschiedliche Becken und das heißt auch eine schöne große Rutsche. Und ich denke auch, dass die Rutsche auf dem besten Weg ist, sich zum zweiten Wahrzeichen für das Freibad zu entwickeln, neben dem Sprung. Der hoffentlich erhalten bleiben wird. Hallo, meine Herren, damit bist du der Chef im Schwimmbad. Ja, ist klar. Sag mal, aber das Wasser im Schwimmbad ist ein bisschen wärmer, oder? Jeder hat da seine gewisse Temperatur, aber sagt, damit kommt er am besten klar. Ich persönlich sage 22 Grad, 21 Grad. Das ist die beste Temperatur, weil es nicht zu kalt ist, dadurch der Aufprall nicht gar so schmerzt. Zeitgleich aber, wenn man jetzt ein Brett macht, kühlt es aber unter Wasser dann noch auch. Hier, der See ist heute super, der ist klasse. Ich finde ihn tatsächlich wärmer als im Schwimmbad. Aber wir haben auch einen Neoprenanzug an, also vielleicht könnte es auch bloß ein bisschen. Das wird zu weich. Viel Spaß beim Springen, genießen. Ja, danke, danke, ich genieße. Ja, wunderbar. Den Neopren nehmt ihr mit, ist egal. Gut. So, Max, hi. Ja, das war jetzt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also sehr beeindruckend, also ganz ehrlich. Hat er gefallen? Ja, das war jetzt, das war ganz schön. Das ist ja schon hoch, wo die jetzt runtergesprungen sind, gell? Ja. Wenn die falsch aufkommen und so auf dem Bauch landen, also kann da, also ich meine, das aufplatzt, das hat man doch immer irgendwie so Geschichten. Es ist so, ich bin echt oft auf dem Bauch geflogen, in allen Höhen. Das ist nicht extra gemacht, aber es passiert. Ich habe sogar mal vor einer laufenden Kamera selber gesagt, man möge mir das Video zuschicken. Ich habe sogar 10.000 Euro ausgelobt. Also hätte ich bezahlt für dieses Video, es kam nichts. Nichts? Nichts, wirklich nichts. Und deswegen passiert dir nichts. Und wenn mir jetzt die Bauchdecke platzt, dann darf ich von dir 10.000 Euro kriegen quasi. Gell? Also alles klar, wunderbar. Ne? Wenn du das schaffst, dann gerne. Alles klar. Also wir springen auf 3, 2, 1 und los geht's. Besser. War. Nee, alles klar. Ich mach nochmal, ich mach einfach nochmal, ist ja wurscht. Lieblingsbein anziehen, reinrollen lassen. Und besser strecken. Nochmal. Alles klar, nochmal. Ja, gut, gut. Talent ist noch vorhanden, muss man sagen. Ne? Schon gut. So, Max, jetzt gehen wir aber rauf auf 10 Meter. Splashdowns. Ja, freilich, Splashdowns, das ist ja quasi, also, das ist ja meine Paradedisziplin von 10 Meter. Und da läuft da und da springt da der Schmied mit einem anderen Gesicht. Aber die Badhosen, haben Sie das gemerkt, dass Sie die Badhosen, dass wir die tauscht haben? Weil ich bin doch, oder? Was wolltest du sagen, Schmied? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ha? Nein, du bist überhaupt nicht wahnsinnig. Du bist ängstlich. Weltklasse. Am Anfang habe ich noch eine Befürchtung gehabt, aber der Abgang war ja super. Nein, ich springe ja immer vom Zehner runter. Ja, also Talent hast. Schon. Talent hat er. Ja.